dann ist das ein ganz enges Duell und auch wenn Sato sogar etwas besser wäre, so hätte Masato auf jeden Fall immer noch sein Charisma. Vielleicht, ja, vielleicht doch noch etwas mehr dazu. Masato hat the charisma. Something always more than the others, yes. It's not only ja, es fight, gibt Menschen, die haben etwas Besonderes und das macht sie dann zu einem echten Star. So, you're second. Sam, jetzt der zweite Ball. Kraus gegen Oigashi K1 World Max 2005. Vielleicht wissen Sie, dass der Kerl hier aus dem Profiboxen kommt, bevor er dann im K1 Max durchstarten wollte. Er hat sich geweigert zu kicken und wollte die Kämpfe nur durchs Boxen gewinnen. Er hatte zwar eine große Klappe vor dem Kampf, doch es wurde für mich kein besonders hartes Duell. Ich verpasste ihm einige schwere Low-Kicks und er konnte nicht mehr auf seinen Beinen stehen. Ich habe dann auch ein paar ganz seltene Kicks gezeigt, wie den X-Kick und auch einen Roll-Kick. I did also some strange kicks like X kick or I make a roll kick. Ich habe auch viel geboxt, weil ich ihm zeigen wollte, dass ich auch im Boxen der Bessere bin. I had to box more because then I can show that I also the better boxer than him. But already given ich verpasste ihm dann noch ein paar Knie und er hatte sofort einen Cut am Kopf. So, maybe it was not good. Vielleicht war das gar nicht so gut mit dem Low Kick, denn sonst hätte ich den Japanern noch deutlicher zeigen können, dass ich auch der bessere Boxer von uns beiden war. Albert, wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen niederländischen und japanischen Kämpfern? Liegt es am Training oder ist es die Art, wie sie kämpfen, die Motivation, die Taktik? Wo liegt da eigentlich der Unterschied? I don't know. Ich weiß es auch nicht. Holland hat viele gute Schwergewichtler. Schwergewicht ist aber schwierig für Japan. Aber im Mittelgewicht haben sie schon ein paar ganz gute. Da sind sie wirklich gut. Aber ich weiß auch nicht, warum die Holländer da noch besser sind. Aber vielleicht ist es doch die Art und Weise, wie wir trainieren. Denn wir haben viele gute Kämpfer und viele Champions. But maybe it's the way that we train, how we train. Because we have many good fighters and many champions. Und hier sehen wir die Zeitlupe. Also es ist wirklich nicht leicht für ihn. Es sieht so aus, als könnte er nichts gegen sie ausrichten. Ja, immer wenn er etwas machen will, dann habe ich gegen seine Beine gekickt. Und dann war er auch schon übersät mit Prellungen. Das merkt man, wenn er durch den Ring gelaufen ist. Es hat ihm richtig wehgetan. Aber es ist einfach so. Man muss diese Low-Kicks gewohnt sein. Man kann nicht einfach unvorbereitet darauf in einen Kampf gehen. Da sieht man ja, was da passieren kann. Im Schwergewicht geht das vielleicht mal wie bei Bob Sepp. Der hat einen guten Schlag und damit gewinnt er gegen K1-Champion Ernesto Host. Aber in den unteren Gewichtsklassen, da ist das Niveau so hoch, da ist sowas unmöglich. Da kann man gegen so gute Jungs dann jedenfalls nicht gewinnen. Ich habe eine Frage von einem deiner größten Fans. Er fragt, vor welchem Kämpfer haben Sie den meisten Respekt? Also von Anfang der Karriere bis heute. Ich respektiere jeden Gegner natürlich, aber wen am meisten? Ich denke, die Frage geht dahin, wer beeindruckte Sie am meisten? Also, also wenn Sie den härtesten Gegner meinen, dann müsste ich Sato sagen. Er ist der härteste. Ich habe ihn so hart geschlagen, aber der
Das Einzige, was wehgetan hat, das war meine eigene Hand. Es gibt schon einige harte Kämpfer. Ich kämpfte zweimal gegen ihn und die vom K1 sagten dann immer hinterher, das wären die besten Kämpfe des Jahres gewesen. Diese Kämpfe habe ich auch noch gut in meinem Kopf. Es waren tolle Fights und sehr hart. Jedes Mal, wenn ich nach dem härtesten Kampf gefragt werde, da muss ich Sato sagen. Er kommt immer wieder und sieht immer so aus, als wenn er nichts merken würde, wenn er getroffen wird. Er ist einfach sehr hart. Die letzte Herausforderung kommt nach einer kurzen Pause mit dem Hurricane Albert Kraus. Mr. Hurricane Albert Kraus. Vierte Runde Karten spielen. Albert Kraus, der erste K1 World Max Champion aus dem Jahre 2002. In der letzten Kartenspielrunde gegen Eurosport-Reporter Sampagal. Der niederländische K1-Fighter führt mit 2:1. Macht er jetzt das 3:1 klar oder zieht Sampagal gleich? Vielleicht haben Sie dann in der Zwischenzeit auch die Regeln verstanden. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Finally, you're lucky tonight. Am Ende haben Sie nochmal Glück. 3:1, das ist wirklich Glück. Oder sind Sie einfach besser? I'm stronger. Ich bin stärker. Ich bin immer stärker. Okay, dann sagen Sie mir die Kämpfe für die letzte Runde. Ich habe zwei Kämpfe aus 2008 mit Mike Zambidis und der zweite ist gegen Yoshiko Kido. Und zwei Kämpfe aus dem Jahr 2009, der erste gegen Nagashima und der zweite gegen Koso Takeda. Let's go for the first one. Zambidis, 2008. Dann der erste Kampf von Mike Zambidis, 2008. Albert Kraus trifft auf den starken Griechen. Und wir gehen in die dritte Runde. Ich hatte schon einmal gegen ihn verloren. Für mich war es also eine Revanche. Ich denke, es war ein guter Kampf und es war auch das erste Mal, dass ich meinen Sohn mit nach Japan genommen habe. Wir hatten sehr viel die Knie trainiert. Nach dem Kampf hatte er, ich denke, auch 5 Cuts im Gesicht und musste in Tokio operiert werden. Seine Wangenknochen waren gebrochen. Wir lieferten uns eine ganz harte Schlacht. Aber für mich lief alles bestens. Alles, was wir trainiert hatten, klappte. Ich wusste natürlich, dass er einen sehr harten Schlag hat, aber damit hat er mich überhaupt nicht getroffen. Dafür habe ich jede Menge mit dem Knie gekickt. Was ist denn eigentlich die Gefahr bei Zambidis? Alle sagen, er hätte so einen harten Schlag. Er ist sehr explosiv und hat viel Speed, aber er ist ja auch ziemlich klein. Er schlägt trotzdem sehr hart. Warum ist es so schwer, gegen ihn zu kämpfen? Vielleicht gerade, weil er so klein ist. Ich ziehe im Kampf die etwas größeren Gegner vor, da kann ich näher rankommen. Er ist kleiner als ich und das mag ich dann schon mal nicht so gern. Das ist das Erste. Dann ist er natürlich sehr explosiv, er kann sehr hart schlagen. Aber er verliert trotzdem viele Kämpfe, weil jeder weiß, dass er nur schlägt. Manchmal springt er auch mit dem Knie hinein. Aber für gute Gegner ist das einfach zu wenig.
Damit kann er gegen die Kämpfer aus dem Top-Level-Bereich nicht gewinnen. Er hat gegen jeden gekämpft und er hat ja auch schon gegen alle gute Kämpfe gemacht. Aber wenn man einfach nur boxt, dann ist es auf Dauer zu wenig. Er macht nur Haken und starke Geraden und dann haben wir uns nur darauf vorbereitet. Und alles, was ich trainiert habe, hat dann auch geklappt. Ich habe nicht viele Knie ausgelassen. Die meisten landeten voll im Ziel. Sie wissen also genau, wie man gegen Griechen kämpfen muss. Klar, denn wir haben dafür trainiert und alles ist gelungen. Denn wir wussten, dass er kleiner ist als ich. Er steht auch ziemlich frontal und jedes Mal, wenn ich das Knie eingesetzt habe, habe ich ihn auch getroffen. Das kann man oft im Kampf erkennen. Sein Gesicht blutet schon, er hat einen Cut am Kinn, unter seinen Augen, über seinem Auge, also sein ganzes Gesicht blutete. Albert, warum kämpfen Sie nicht so gern gegen kleinere Kämpfer? Weil ich gerne mal nah ran an den Gegner gehe. Ich muss nah an ihm sein. Wenn einer aber kleiner ist, dann sollte man eigentlich die Distanz wahren. Aber ich wollte trotzdem nah an ihn ran. Ich wollte meinen eigenen Kampf machen. Hier in der Zeitlupe sieht man, wie stark sein Gesicht blutet. Oh, his face is really, how we can see in the slow motion here. Yeah. He's bleeding. Ja, er hat eine Menge Cuts im Gesicht verpasst bekommen. Yeah, he got a lot of cut in his face. Yeah. After this, you cannot continue here. Konnten Sie denn da noch weitermachen? Was haben Sie denn in Ihrer Ecke gedacht, als Sie das Blut gesehen haben? Was haben Sie denn in diesem Augenblick gedacht? Tja, ich war froh, dass die Dinge, die wir trainiert hatten, funktionierten. Deshalb war es auch für meinen Trainer ein guter Kampf. Die Sache ging eigentlich ganz einfach. Es gibt immer einen Mann hinter dem Kampfszenario. Er überlegt jetzt schon, was er machen kann. Und hier sehen Sie, er kommt immer wieder auf mich zu wie ein Verrückter. Und ich habe ihn sofort wieder mit meinem Knie getroffen. Weil er den K.O. wollte. Ja, er musste das versuchen, denn er lag zurück. Aber wie war da Ihre Taktik? Abwarten oder auch auf den K.O. gehen? Man muss aufpassen, denn er kann einen Schlag machen und es ist aus. Es sind nicht seine Kombinationen, die gefährlich sind. Es ist, dass er mit einem Schlag gewinnen kann. Und dann gehen die Lichter aus. Und das ist nicht das, was ich wollte. Ich schlug ihn also ein bisschen, aber sehr schnell. Aber mein Herz sagte mir, es ist besser, sich von ihm wegzubewegen und ab und zu mal zu kicken oder das Knie einzusetzen. Wussten Sie denn in dem Augenblick, dass er geschlagen war? Ja, natürlich. Zuerst gaben Sie ein Unentschieden. Wahrscheinlich, weil sie noch eine Extra-Runde sehen wollten. Fürs Publikum war das ein toller Kampf. Er blutete im ganzen Gesicht, er war außerdem verletzt und konnte natürlich auch nicht weiterkämpfen. Und ich war sicher, den Kampf gewonnen zu haben. Meine Ecke übrigens auch. Was halten Sie denn eigentlich von den Ringrichtern in Japan? Es ist schon manchmal ein bisschen seltsam. Ihre Entscheidungen sind oft nicht nachzuvollziehen. Ja, ich habe mich sehr oft über seltsame Entscheidungen gewundert. Aber manchmal ist es dann auch okay. Sie machen einen Fehler und ich habe Grund, Danke zu sagen. Sie hören das und denken, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist doch einfach unglaublich. Ja, da sehen Sie, auch mein Trainer hat rumgebrüllt. Er ist richtig sauer gewesen und hat mir gesagt, okay, jetzt musst du ihn killen. Weil sie wussten, dass sie eigentlich schon gewonnen hatten. Ja, es war auch nicht so gut für seine Gesundheit. Sein Gesicht war völlig unkenntlich. Ich hörte nach dem Kampf von einer langen OP in Tokio. Was war denn eigentlich in diesem Augenblick mit Mike Zambidis? Konnte er nicht sagen, okay, ich werfe das Handtuch? Ah, das weiß ich nicht, aber da muss man auch
an seine Zuschauer und an seine Leute denken. Als Kämpfer will man nie das Handtuch werfen, aber ich werde immer sauer, wenn das bei mir passiert. Aber für die Gesundheit eines Sportlers ist es auf jeden Fall besser. For the health of some, for the health of some fighters, it's better to throw it. So the doctor here stopped. He said, okay. Hier beendet der Arzt den Kampf. Er meinte, es wäre genug.